willkommen zurück zu Battlefield 1 und ja, heute gehen wir mal auf die Suche nach unserer Zündkerze, denn unser liebe Bess und unser lieber Panzer besser gesagt hat leichtes Problem mit der Zündkerze und ja, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir einfach mal unsere Zündkerze suchen und dann sehen wir mal weiter. Ich würde mal sagen, dann gehen wir mal da die Treppen runter. Ja! Okay. Wenn er wird doch der schnellere Weg. Das ist schon mal ein guter Anfang, aber zum Glück haben wir gerade keinen. Zum Glück haben wir jetzt gerade keinen Fallschaden erlitten. Hier war ich unser. Ja, unsere Optik haben wir noch. Nicht, dass wir die verloren haben. Das ist meistens immer so, wenn man irgendwie aus welcher gewisse Höhe runterfällt, verliert man automatisch irgendwelche Sachen. So, das würde ich sagen. Bauen wir mal kurz die Zündkerze aus. Nicht schlecht, da waren es nur noch drei. Ja, dann waren es nur noch drei. Ja, jetzt sind wir schon wieder. Vertauscht. Ja. Bei Scharfschützengewehr brauchen wir auf jeden Fall. So. Da haben wir wahrscheinlich jetzt eh so nichts Vernünftiges rumliegen. Hey, gucke, es kann halt sein, dass es heute mal ein wenig leicht dunkel ist bei euch. Aber ich glaube, das hält sich, glaube ich, bei euch ein wenig in Grenze, hoffentlich. Weil ich weiß nicht, wie, wenn ich es wieder hochlade, was, wie dunkel es eigentlich wieder wird. Weil es ist halt meistens immer so, weil meistens, wenn es hochladet, wird schon meistens immer echt wirklich das Problem, dass YouTube halt meistens zwischendurch immer voll neu greift in Bildqualität. Dass sie halt manche dunkle Sachen manchmal echt wirklich zu dunkel machen. Dass halt manchmal echt wirklich Qualität manchmal verloren wird. Also ist manchmal echt wirklich ärgerlich. Aber mittlerweile habe ich es eigentlich ziemlich gut im Griff eigentlich, was das auch gehört. Und zwischendurch hat man mal ab und zu mal wieder so Phasen, wo mal wieder die Kollegen dann wieder meinen, sie müssen wieder kräftig wieder neigrätschen. Aber sonst habe ich es eigentlich mittlerweile echt gut im Griff eigentlich. Wenn man da mittlerweile so seine eigene Settings so länger hat. Dass man da weniger dagegen steuern kann. So, jetzt haben wir unseren nächsten Kollegen da unten. Okay, einer. Zwei. Zwitschert auch noch einer rum. Okay, da ist eine Granate. Da ist ein Panzer. Okay, dann haben wir da unsere Zündkerze. Dann haben wir unsere nächste Zündkerze, also die zweite. Oh, also die liebe Kollege da haben, die zerlege gerade unsere ganze Panzerwarte. Schlachtet sie auf gut Deutsch auch aus, was man brauchen könnte und was nicht. Also, mal auf die Scharfschützenposition. Okay, wenn der hinter der Fässer ist, dann würde ich sagen, dann schnappen wir uns den hinter den Fässer. Ausgelöst. Das ist jetzt eine Menge Käse. Okay, holen wir den halt aus dem LKW raus.
Okay, nicht mit mir. Okay. Ich glaube, wir gehen mal ganz schon tief. Oh. Ah. Okay. Ich bin da, wo du mich nicht siehst. Ja, aber ich werde dich als erstes hier platt machen. Jetzt bauen wir uns doch schon mal unsere Zündkerze aus, dann sind wir auf jeden Fall mal weiter. Halbzeit. Halbzeit? Mahlzeit? Gut. Brauche ich bloß in der Halle einen starken Kaffee? Und dann können wir Mittagspause machen. Sicher? Dann dreh dich mal um. Okay. Die Scheißarbeit. Hallo? Ich war's nicht, ich bin's nicht und ich kann's auch nicht gewesen sein. Da gibt's eins mit dem Klappspaten. Ich glaube, den schnappen wir uns sehr stark. So, jetzt bauen wir die Zündkerze da an. Guck ich so wie aus. Nur noch eine. Ja, da war es nur noch eine und ich glaube, da oben, da gammelt ein Scharfschütze rum. Ja, zuerst muss ich mich mal finden. Warte, ich muss mal sagen, ich habe mal einen Aussichtspunkt. Oh, über die viele Treppe da nach oben. Sieht doch nicht so gut aus. Ah.
da haben wir drin da haben wir. Okay, da haben wir nochmal einen, da haben wir. Okay. Jetzt pass auf, jetzt haben wir da. War doch auch gerade einer, hat auch gerade einen rumgestiefelt. Okay. Das ist auch noch, wo ein Flammenwerfer, glaube ich, drauf hat. Doch irgendwie der komplett verfeilte Weg. Das Geschütz habe ich komplett übersehen gerade. Ich hab ihn! Ja! Jetzt haben wir gar keine gescheite Waffe an der Feder. Sind wir gerade so. Und ich denke mir gerade, sag mal, wer war das gerade? Wenn man Henne so der Tank zusammengeschossen gerade, das was gerade hat. Zum Kristall Zufallstreffer. Okay, ich hab alle. Schnell zurück zu Bess. Also, bringen wir unser Bess ganz schnell wieder seine Zimtkerze. Später noch Strohle arbeiten sich. Durch mal unser bester Hanne muss dazu versorgt werden. Und Absteiger! Gaul, du wartest da Hanne. Und los geht's. Abgekommen.
Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja, wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Sascha, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes Scheißleben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche Scheißkack-Drecksmaschine! Ach, komm schon! Komm, Bess, na los! Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir! Verdammte Scheiße! Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Bess! Drauf, wie du schlug.